schönen Menschen. Herzlich willkommen auf dem Kanal PS Blick zu einem neuen Video, zu einer Special-Ausgabe anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2020. Ach nee, warte mal. 2021. Da war ja was. Ich habe euch bei Instagram gefragt, was sind so eure Gedanken und Meinungen, weil ich mir dachte, ich springe jetzt einfach mal auf den Zug auf, so wie so ein richtig like-geiler YouTuber und wo alle Welt, alle 83 Millionen Bundestrainer sowieso nichts Besseres zu tun haben, als die Europameisterschaft zu gucken und wahrscheinlich auch gar nicht deshalb dieses Video zu gucken, frage ich euch, was ihr von dem ganzen Zirkus haltet. Und die Reaktionen haben mich dann doch so ein bisschen überrascht und zum Schmunzeln gebracht. Ich zitiere einfach mal, absolut uninteressantes Drecks-Event, ohne Public Viewing nicht interessant. Ohne Namen zu nennen, Grüße gehen raus, ich musste so schmunzeln, wie ich das gelesen habe. Aber ja, oder gefühlt kommt nur noch Fußball im Fernsehen. Oder ich hasse Fußball. Ja, gut, kann man auch so sehen. Ich muss gleich gestehen, ich feiere das deshalb auch so ein bisschen, weil ich jetzt selber nicht der allergrößte Fußballfan oder Fußballfanatiker und Fußballexperte bin. Und alle diejenigen unter euch, die das anders sehen, die es gar nicht abwarten können, mit Bier und Barbecue und Deutschlandfahne das nächste Spiel zu schauen, die mögen mir da ein bisschen verzeihen. Na, aber das Interessante ist, dass es doch einige unter euch gibt, die da wirklich so gar nicht begeistert davon sind. Dann habe ich mir überlegt, okay, wie gestalte ich dieses Special jetzt so ein bisschen so, dass ich auch euch trotzdem noch bei den Lachmuskeln packen kann. Eine weitere Reaktion ist mir sehr, sehr, sehr schmunzelhafterweise in Erinnerung geblieben. 22 Sensibelchen, die einem Ball hinterherrennen, beim Super Bowl ist mehr los. Ja, ich glaube, davon kann man ausgehen. Vielleicht sollte sich die UEFA da einfach mal anschauen, wie man es richtig macht, inklusive millionenschwerer Werbespots in der Halbzeitpause. Was haben wir während der Europameisterschaft in der Halbzeitpause? Wahrscheinlich wieder irgendein ARD-Kommentator, der analysiert, wo welcher der 22 überbezahlten Sensibelchen noch ein bisschen mehr mit dem Fuß hintreten hätte können oder noch ein bisschen mehr mit dem Ball aufs Tor schießen hätte können. Ich weiß ja noch, beim letzten Großevent 2018, das habe ich noch mit meinem Großvater geschaut, da ist meine Begeisterung für den Fußball endgültig erodiert. Ich habe ja gesagt, ich teile nicht die ganz große Begeisterung, aber ich gebe zu, in gesellschaftlicher Runde, wenn man dann mal kurz mit Bier und Barbecue seine geballte Fußballintelligenz gebündelt hat mit der Familie oder mit Freunden und dann auch mal für 90 oder 120 Minuten Bundestrainer war. Dafür kann ich mich dann auch gerne mal begeistern, wird ein bisschen gefachsimpelt. Und da habe ich tatsächlich mit meinem lieben Großvater das Spiel gesehen, wo Deutschland bei der WM 2018 in der Vorrunde rausgeflogen ist. Jetzt ist es wieder soweit. Ich sehe überraschenderweise keine Deutschlandfahnen an den Autos. Aber ich weiß, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die jetzt die Europameisterschaft gucken. Deshalb, allen von euch, denen das am Arsch vorbeigeht, bitte ich allerherzlichst mir zu verzeihen, dass es jetzt doch mal kurz um die EM geht. Und zwar, wie ihr als Autofahrer sicher durch diesen ganzen Zirkus durchkommt. Erinnert ihr euch noch an diese Spiegelkondome am Außenspiegel? Deren Einsatz ist kritischer geworden, denn viele moderne Autos haben in den Außenspiegeln Seitenblinker oder Totwinkelwarner. Das verträgt sich nicht so gut mit Spiegelkondomen. Denn das Abdecken der Fahrtrichtungsanzeiger ist eine Ordnungswidrigkeit, ist nicht zulässig. Und das Abdecken der Sensoren ist zwar keine Ordnungswidrigkeit, aber wenn man an die Dinger gewöhnt ist und die dann plötzlich spinnen, weil da so eine Socke drüber hängt, vielleicht nicht so geil. In meiner C-Klasse wäre sowas zum Beispiel verboten, Blinker am Außenspiegel, BMW E36 wäre scheißegal. Generell sollte jegliche Deko weder die Blinker noch die Scheinwerfer noch die Kennzeichen verdecken, denn das Abdecken der Beleuchtungsanlagen kann sogar temporär zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Autos führen, wenn man es streng genau nimmt. Noch so ein Punkt sind Livestreams während der Fahrt. Wer es nicht rechtzeitig zum Anpfiff nach Hause schafft, mit Bier und Deutschlandfahne auf die Couch und dieser herrlich schrecklichen Vuvuzela, erinnert ihr euch noch? WM 2010, ich habe mir damals auch so eine stuhlische Tröte gekauft, ich glaube für 2 Euro oder sowas. Habe versucht da irgendwie melodisch reinzutröten und habe die dann an der nächsten Bahnstation für 4,50 Euro weiterverkauft.
Ja, also Livestream während der Fahrt irgendwie so auf dem Tablet oder auf dem Handy vom Mitfahrer, lasst es bleiben. Denn wenn ihr gerade gebannt den Freistoß verfolgt, ob da jetzt was passiert, dann seid ihr aber mal sowas von abgelenkt. Und ich glaube, jeder, der ein bisschen Ahnung vom Außen, vom Autofahren hat, dem fällt auf, dass das keine ganz so gute Idee ist. Was man früher auch oft gesehen hat, sind Autokorsos. Das ist immer ganz gerne wieder kritisch diskutiert. Rein theoretisch hätte die Polizei nach § 30 Polizeigesetz die Möglichkeit, Autokorsos zu unterbinden. Andererseits, hey, wir haben Corona. Was ist denn schon sicherer, als wenn jeder deutsche Honk alleine in seinem Auto sitzt und sich einen lang hupt, während er die EM feiert? Vielleicht sogar mit Spiegelsocke außen dran. Germany first, ganz Corona-konform. Besser, als wenn man zu hunderten Leuten irgendwo nebeneinander steht, auf die Großbildleinwand glotzt und sich das Bier vom Nachbarn überkippt. Oder etwa nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr in so einem Autokorso mitfahrt, achtet bitte ganz besonders drauf auf eure Vorder- und Hintermänner. Man ist so schnell abgelenkt und ein Auffahrunfall ist so schnell passiert. Ihr wisst das wahrscheinlich auch. Deshalb ist es noch wichtiger, dass der Fahrer Aufmerksamkeit ist und Genau. Wenn man einfach drauf losquatscht und schneller redet, als man denkt. Also, es ist noch wichtiger, dass der Fahrer aufmerksam ist. Was machst du denn, du Rindvieh? Und den Sicherheitsabstand einhält, damit es in solchen Situationen nicht kracht. Du Honk! Ihr könnt übrigens auch im Autokorso, das ist durch keinen Paragraphen verboten, euren Emotionen freien Lauf lassen. Wollte ich hiermit nur mal angemerkt haben. Nur für alle unter euch, für die mein kleiner Ausraster jetzt gerade nicht schon amüsant genug war, ich habe bei der Recherche noch so eine Anekdote gefunden, dass die kann ich euch einfach nicht vorenthalten. Jetzt dürfen auch alle wieder das Gehirn einschalten, die bisher beim Thema EM sehr verständlicherweise abgeschaltet haben. Es wird tatsächlich darauf hingewiesen, dass beim Fahnenschwenken aus dem geöffneten Autofenster doch bitte auf das Verletzungsrisiko für die Umgebung geachtet werden soll. Wo ich mir dann nicht nur denke, okay, geöffnetes Autofenster, cool, ne? Luftaustausch, Corona lässt grüßen, ist für alle Beteiligten am besten, alle haben frische Luft, natürlich absolut virenfreie Luft, ne? Denn das Virus ist nur im Auto und nicht außerhalb. Ich höre auf, versprochen, mit solchen Sprüchen. Schlechte Zeiten übrigens auch für Allergiker. Denen ist das nämlich scheißegal, ob da irgendwelche Viren rumstreuen. Die schnoddern euch auch so das Auto voll. Ja, Gesundheit. Aber ich denke mir so ganz ernsthaft, wer ist denn als Fußgänger bitteschön so ein Honk, dass er freiwillig in die Klatschweite von so einem Auto geht, wo gerade irgendwelche jubelnden Deutschland-Fans die Fahnen raushalten. Normalerweise sollte ich doch so intelligent sein, dass ich selbst auf dem dicht befahrenen Marktplatz, wenn der Autokorso hupend über den Altmarkt crosst, mindestens 1,50 Meter Sicherheitsabstand halte, damit mir irgendeiner seine Fahne ins Genick haut. Und sei es schon aus Gründen des Infektionsschutzes, dass ich 1,5 Meter Sicherheitsabstand halte, zumal wenn da irgendjemand an mir vorbeifährt. Ist ja schließlich auch im Interesse meiner Plattfüße. Die sind schließlich schon platt genug. Wie seht ihr das? Schreibt mir eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Und wenn ihr das annähernd feiert, das Thema, ich entschuldige mal bitte, wie kann man auf dem BMW 8er Plüsch-Intarsien auf die Motorhaube packen? Oh, Leute, liegt's am Wetter, liegt's am Fußball oder liegt's an Corona? Nichtsdestotrotz, ich möchte euch inständigst bitten, abonniert den Kanal, macht die Benachrichtigung an, schreibt mir was in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Schnodder hier haltet. Zum Abschluss dieses Videos, das soll nämlich gar nicht ausarten, möchte ich doch noch mal ein paar ernste Worte loswerden. Und zwar, auch beim Flanieren im Autokorso, es gilt weiterhin die Anschnallpflicht, das ist auch gut so, achtet da bitte drauf. Selbst bei geringen Geschwindigkeiten könnt ihr euch im Zweifel gar nicht so schnell abstützen, wie euer Fahrer oder der Vordermann bremsen muss. Es gilt auch die 0,5 Promille Regel beim Alkohol. Und auch das ist gut so. Ja, und auch da sollten sich alle dran halten, gerade wenn ihr selber fahren müsst. Es ist besser für eure Sicherheit und die Sicherheit anderer. Und ich hab's angesprochen, die Aufmerksamkeit braucht ihr im Autokorso umso mehr, ebenso wie im dichten Berufsverkehr. Und für all diejenigen unter euch, die Fußball zelebrieren wollen, tut das doch am allerbesten autofrei in trauter Runde.
im Privaten mit euren besten Freunden bei Bier und Barbecue an der frischen Luft, dann kann auch niemand was dagegen haben. Und dann heißt es in diesem Sinne, Schland, oh Schland. Und wir schauen einfach mal, was Yogis Jungs dieses Jahr so fabrizieren. Just an diesem Tag, wo ich dieses Video für euch aufnehme, spielt übrigens Deutschland gegen Frankreich. Und ich werde mir wahrscheinlich doch die Zusammenfassung angucken, denn mich wird morgen auf Arbeit irgendjemand drauf ansprechen. In diesem Sinne, allen unter euch, die das für ein absolut unnützes Drecksevent halten von unnötig gehypten, überbezahlten Jammerlappen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen und ich hoffe, dass ihr die Zeit der EM möglichst schmerzfrei und fußballarm übersteht. Und an alle von euch, die neben der Leidenschaft für das Hobby mit vier Rädern auch vielleicht die Leidenschaft für das Hobby mit dem runden Leder haben. Habe ich gerade mit dem Hobby mit vier Ledern gesagt oder mit vier Rädern? Ich bin so verwirrt heute. Auf jeden Fall, ich wünsche euch eine wunderbare EM-Zeit. Viel Spaß beim Gucken, viel Spaß beim Private Viewing, beim Fußball-Barbecue oder was auch immer ihr macht. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr viele Glücksmomente habt und freuen, fluchen, euch ärgern, schimpfen, fachsimpeln und zu kleinen Bundestrainern werden können. Denn das ist ja das Bedürfnis von uns Deutschen, nicht wahr? Ich habe euch alle lieb. Macht's gut. Ciao.